Ich hatte das Glück, mich beim Eintreffen der Nachricht vom Einsturz der Mine im Haus der Erzbarone aufzuhalten. Gomez war über das Unglück völlig außer sich und sah dadurch sofort seine Machtposition gefährdet. Klar, wer das Erz kontrolliert, kontrolliert die Kolonie. Richtig. Nun, da er von seiner einzigen Einnahmequelle abgeschnitten ist, wird auch der Warenfluss von der Außenwelt bald stoppen. Niemand wird mehr für ihn arbeiten wollen, wenn nicht bald eine andere Einnahmequelle aufgetrieben wird. Und deshalb ein Überfall auf die freie Mine. Das ist, neutral betrachtet, die einzige Chance, die Gomez hat, seine Macht zu erhalten. Vor einigen Stunden sind 2 Dutzend Gardisten in Richtung freie Mine aufgebrochen. Scheiße! 12 Gardisten! Das ist Wahnsinn! Ich muss das neue Lager warnen. Dann solltest du dich beeilen, denn sie dürften die freie Mine schon fast erreicht haben. Aber sie würden niemals an den Befestigungen des neuen Lagers vorbeikommen. Das ist nicht nötig. Schon vor einigen Monaten haben sie einen Weg über die Berge zur freien Mine gefunden, den niemand sonst kennt. Scheiße. Fuck. Okay, das brauche ich. Mach's gut. Auf geht's. Wir haben ja eine Teleportrune. Die benutzen wir jetzt. Los geht's, wir müssen schnell sein. Gut, dass du wieder zurück bist. Es ist etwas Schreckliches passiert. Lass mich raten. Die freie Mine wurde von Gardisten aus dem alten Lager überfallen, die niemand kommen sah. Moment, woher? Aber natürlich, du hast es im alten Lager erfahren. Gorn kam kurz vor dir hier an. Was kann Gomez nur veranlasst haben, solch einen aggressiven Schritt zu wagen? Ihm müsste klar sein, dass dieser hinterhältige Überfall einen Krieg heraufbeschwört. Interessiert keinen, ganz ehrlich. Die alte Mine wurde nach einem Wassereinbruch verschüttet. Verschüttet? Natürlich. Dann gibt das Ganze langsam einen Sinn. Oh ja. Gomez steht mit dem Rücken zur Wand. Er ist gefährlicher denn je geworden, denn nun, wo er nichts mehr zu verlieren hat, wird er zu allem fähig sein. Oh ja. Gomez hat alle Feuermagier töten lassen. Töten lassen? Wieso bei Belia hat er so etwas getan? Sie waren gegen den Überfall auf die freie Mine und stellten sich gegen Gomez. Dann sind wir alle verloren. Ohne die anderen 6 Magier werden wir die geballte Kraft des großen Erzhaufens nicht kontrollieren können. Ist klar. Ich danke dir trotzdem dafür, dass du diese gefährliche Botschaft an mich überbracht hast. Als du mich zu den Feuermagiern schicktest, erwähntest du einen weiteren jemand. Nun, ich hoffte, wir würden ohne seine Hilfe auskommen. Aber so wie die Dinge stehen... Wer ist dieser jemand? Also gut. Vor vielen, vielen Jahren. Bitte die Kurzform. Geduld. Also, als wir, die 12 Magier, damals die Barriere erschufen, wurden unsere magischen Kräfte von einem 13. Zauberer gelenkt und geleitet. Geil. Ein 13. Zauberer? Ich dachte, es hätte nur 12 gegeben. Die meisten, die ersten Tage der Kolonie nicht miterlebt haben, glauben das. Dieser 13. Zauberer war einst unser Anführer. Das alles war, bevor wir uns in den Feuer- und Wasserkreis zerstritten haben. Doch er verließ das alte Lager, das damals noch das einzige Lager in der Kolonie war. Wie heißt dieser 13. Zauberer? Sein Name ist Xardas. Kaum einer kennt noch die alten Geschichten über ihn. Die, die es tun, nennen ihn nur den Dämonenbeschwörer. Hä? Dämonenbeschwörer? Warum verließ er das alte Lager? Er begann sich intensiv mit der Beschwörung untoter und magischer Wesen zu beschäftigen. Das beunruhigte nicht nur Gomez. Selbst die meisten der anderen Magier lehnten sich gegen ihn und sein unheiliges Treiben auf. Oh mein Gott! Was passierte dann? Er war, anders als Gomez, kein Schlechter. Also ging er dem Konflikt aus dem Weg und verließ die anderen. Geil. Wo kann man diesen Zauberer finden? Er lebt heute zurückgezogen in seinem Turm mitten im Orkgebiet. Das ist so ziemlich der südlichste Ort der Kolonie. Ich werde zu Xardas aufbrechen und ihn um Hilfe bitten.
Er ist der Einzige, der uns jetzt noch helfen kann. Wenn er keinen Rat weiß oder uns nicht helfen will... Er wird. Da wäre noch ein Problem. Ein Problem? Ein Problem? Ja, wir haben in den vergangenen Jahren öfters versucht, mit Xardas Kontakt aufzunehmen. Doch er scheint wohl lieber ungestört zu bleiben. Was bedeutet das? Keiner der Boten kehrte je von seinem Turm zurück. Du wirst einen Weg finden müssen, an seinen Kreaturen vorbeizukommen. Ich weiß es zufällig. Es scheint also weiterhin interessant zu bleiben. Wie werde ich mit seinen Kreaturen fertig? Wenn ich es wüsste, würde ich es dir sagen. Am besten, du betreibst etwas Nachforschung in unserer Bibliothek. Vielleicht wissen die alten Bücher etwas über Stärken und Schwächen von magisch beschwörten Kreaturen. Ich werde die Bibliothek durchstöbern. Und mach dir keine Sorgen. Ich komme wieder. Jetzt, ja, wir können das... Nefarius sagte, ich sei bereit, die Robe der Wassermagier zu tragen. Dann heiße ich dich in unserer Gemeinschaft willkommen. Heißt das, ich gehöre jetzt in die Gilde der Wassermagier? Noch nicht. Du musst erst den Eid des Wassers ablegen. Kein Bock auf Mögest Eid des Wassers. Mögest du in einem Stück zurückkehren? Ich will kein Wassermagier sein, ist voll scheiße. Goa, mein Hallo. Freund. Hallo. Hallo, Mann. Was machst du? Ah, scheiße. Was hast du jetzt vor? Die gesamte Verteidigung unseres Lagers muss nun umgestellt werden. Das braucht Zeit. Bis Lee und seine Leute soweit sind, werde ich mich erstmal kurz provisorischen Wachposten anschließen. Plant ihr einen Gegenschlag? Noch nicht. Aber der Tag wird kommen. Wenn du mich suchst, gehe von hier in Richtung Mine. Dort werde ich meinen Posten beziehen. Jawohl, Mann. Jawohl, Mann. Mann, Mann, Manni, Mann, Mann, Mann. Man muss eben aufpassen. Broken Side, Mann. Ich bin ein Mann, der Broken Side singt. Ich bin cool. Ich bin der coolste Junge. Erstmal abwarten. Nicht. Es wird ja auch nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Ja, ja. Nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Man muss eben aufpassen, was man holt. Am Arsch. Hallo, Wolf. Wahrscheinlich hast du recht. War nicht besonders schlau. Ah. Handel. Ich kaufe. Gut, was gibt's denn? Was hat der neue Sachen? Dort? Oh Gott, entschuldige meine Freunde. Das passiert mir. Kaufe ich mir? Nö, kaufe ich mir jetzt einfach. Ich bin ja so ein Hooligan. Ich bin ja immer ganz feig. Ich kaufe mir das jetzt. Nö. Kaufe ich die Bolzen, brauche ich sowieso nicht. Aber behalt's für dich, man muss ja nicht gleich jeder wissen. Ich höre Lee von hier. Hallo? Ist ja voll unrealistisch, Mann. So. Ich höre nicht mehr auf das Gefase. Ich halte mich da genau. Kann ich bestimmt nicht tagen? Ja, doch, kann ich schon. Geil. Solange ich geil, Alter, geil. Gut. Zufällig weiß ich, wie man Sadas Kreaturen aufhalten kann. Hallo. Und zwar, ich grüße dich mal, ja, das brauche ich jetzt nicht. Tauschen, okay. Ich möchte. Okay, ich brauche erstmal ein paar Spruchball. Feuerball. War doch klar, dass das damit nichts zu das passiert, wenn ich Eispfeil kann man auch noch benutzen. So, drei Stück gereicht. Erstmal für den Anfang. War doch klar, dass das Ärger an der Geschichte muss man doch was ganz ärgern. Mana kosten 5, Mana kosten 1, Mana kosten 5, Mana kosten 1. Korrekt. Gut. Haben wir das auch schon mal? Brauche ich nicht. Kann ich da mal vorbei? Die Sachen brauche ich, um zu gewinnen. Denke ich mal. Nicht besonders schlau. Ja, hallo, ich bin der Albert. Wäre das ganz anders gelaufen. Aber klar, dass das Ärger
Nur das brauche ich. Loot. Ich höre gar nicht mehr auf das Gefasel. Da hatte wohl jemand die Tage. Gut, weiter geht's. Wir sind ja lange, lange noch nicht fertig. Dauert das. Ich brauche noch 2 Level Ups. Nein. Da stehen alle. Das ist so. Hallo, Gorn. Hallo. Hallo, Mann. Bis später. Achso, wie ist die Lage? Hallo. Wie ist die Lage? Klickst du um. Wie ist die Lage? Alles ruhig. In der freien Mine rührt sich nichts. Lee ist noch damit beschäftigt, unsere Verteidigung zu organisieren. Okay. Bis später. Dann gehe ich jetzt mal zu Lee. Naja gut, also es kann schon sein. Ich gehe zu Lee, ich gehe mit meiner Laterne. Weiter weiß ich leider nicht. Leider. Ach, vielleicht habe ich es ja noch nicht gesagt, aber mein Internet ist kaputt. Wahrscheinlich, wenn ich diese Folge hochlade, wird das schon so 4 Wochen vorbei sein. Ich gehe mit meiner Laterne. Hallo. Meine Laterne mit mir. Was sagst du zu der Sache mit der Mine? Sie sind so weit gegangen. Dafür werden sie büßen. Gut. Ich bin dabei. Was sagst du zu der Sache mit der Mine? Sie sind so weit gegangen. Ups. Ich glaube, dafür muss ich Wassermagier werden. Das speichere ich erstmal. Gut, schwören wir den Eid. Oh Mann, machst du mal schneller, Mann. Sei gek. Ja, für dich. Ich bin bereit, den Eid abzulegen. Sprich nun die Worte des Eides. Ich schwöre bei den Mächten der Götter. Ich schwöre bei den Mächten der Götter. Und bei der Kraft des heiligen Wassers. Und bei der Kraft des heiligen Wassers. Dass mein Wissen und Handeln von nun an und auf ewig mit dem Wasser verbunden sei. Dass mein Wissen und Handeln von nun an und auf ewig mit dem Wasser verbunden sei. Bis ich einkehre in Belias Reich und der Quell des Lebens versiegt. Bis ich einkehre in Belias Reich und der Quell des Lebens versiegt. Trage diese Robe als Zeichen deiner Verbundenheit. Trage diese Robe als Zeichen deiner Verbundenheit. Zum Oh, das muss man nicht sagen. Scheiße. Okay. Hallo Mann, ich habe eine Rüstung. Ist sie besser als uns, meine? Tatsache nicht. Die Schwäche, aha. Okay, hat mehr Feuer und Magie, aber okay. Wir sind Wassermagier. Wenn wir kommen, das war ist eine Massenschlägerei. Hallo, Mann. Hallo. Was sagst du? Sie sind... Gut. Dann bin ich noch nicht dazu in der Lage, das zu machen. Ganz ehrlich, ich will kein Wassermagier werden. Wassermagier finde ich so extrem scheiße. Das baue ich wirklich nicht. Deswegen werde ich jetzt kein Wassermagier. Nein, nein, Mila, nein. Jetzt gehe ich noch einmal zu Gorn, ja, wenn er nichts zu sagen hat, gehe ich lass uns lieber über Wasser. Wie heißt dieser Hurensohn? Dann suche ich Zardas, fertig. Das geht glaube ich nur. Ich habe so viel vergessen, wie es weitergeht und so. Ach man. Egal. Cool. Cool. Da muss ich ja mit Chor drehen oder so. Ja? Hallo. Hallo Mann. Wie ist... Lee ist noch da. Okay. Bis spät. Hallo Mann. Chor. Sei gegrüßt. Er hat auch nichts zu sagen. Also Leute, ich mache hier an dieser Stelle Schluss. Wir sehen uns im nächsten Part. Tschüsschen, Popisch.